Leute, der März ist fast vorbei, das heißt, Ostern steht vor der Tür, dementsprechend auch Karfreitag. Und ich kann sagen, Possible Max hat sich einiges Interessantes einfallen lassen. So sehen wir unter anderem den längsten Detective Conan Filmmarathon im Free TV, den es jemals gegeben hat. Wie immer für euch nach dem Intro. Willkommen mal Leute, was geht ab? Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Diesmal natürlich wieder mit extrem krassen Neuigkeiten. Und diese Neuigkeiten freuen jeden von euch, aber mich ganz besonders. Warum, weshalb, wieso? Am 15. April ist es soweit, Karfreitag steht vor der Tür und dort versorgt uns Pro7max den ganzen Tag, also wirklich ungelogen den ganzen Tag mit Detektiv Conan. Ab 8 Uhr, das heißt, du könntest schon mal da den Wecker stellen, ab 8 Uhr geht's los mit Film 15, die 15 Minuten der Stille. Unglaublich krasse Sequenzen, unglaublich krasses Setup, ja, die Todesangst um Conan Edogawa und wahrscheinlich einer der krassesten Zitate in ganz Detektiv Conan, ja, wir alle kennen es. Worte können wie Messer sein, einfach nur krass. Wenn man das dann verdaut hat, geht es dann um 10 Uhr weiter, Film 16, der erste Stürmer. Auch sehr, sehr geil. Ich muss natürlich hier auch sein, nicht mein Favorite, aber das Ganze ist natürlich subjektiv. 12 Uhr, also kurz bevor es dann zur Mittagssession geht mit Film 17. Detektiv auf hoher See kann man sich auf jeden Fall auch mal geben. Und jetzt kommen wir aber meiner Meinung nach zu den krassesten Sachen, ja. 14.05 Uhr, Film 18. Ihr seht also, es geht chronologisch weiter. Der Scharfschütze aus einer anderen Dimension, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, gefolgt 16.05 Uhr, Film 19 mit Die Sonnenblumen des Infernos. Ja, hier wunderbare Van Gogh-Anspielungen. Und jetzt kommen wir zum absoluten Highlight, meine lieben Leute, zum absoluten Highlight. Der wurde gar nicht so oft gezeigt, nämlich ab 18.10 Uhr. Film 20, The Darkest Nightmare oder auf Deutsch Der dunkelste Albtraum. Was soll ich dazu sagen? Die schwarze Organisation taucht hier auf, hunted radikal, mega viele Agenten, Kurasso, Amuro, Shuichi, Akai, was wollt ihr mehr? Die prügeln sich auf einem Riesenrad. Und ich betone es nochmal, Kurasso, Wermut. Wir haben hier Rum drinne, ja, wir haben hier Rum, dass man quasi auch erfährt, dass Kurasso die rechte Hand von Rum ist. Unglaublich krass, mein absoluter Detective Conan Kinofilm, aber jeder, der meine Videos guckt, weiß das. Vielleicht sind die das auch so oder auch nicht. Wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Und jetzt kommen wir aber auch nochmal zu einer ganz besonderen Sache, denn um 20.15 Uhr sehen wir zum ersten Mal im deutschen Free TV, nämlich den Crossover-Film, nämlich Lupin der Dritte versus Detective Conan The Movie. Unglaublich krass, unglaublich krass. Auf dem Kanal habe ich dazu auch meine Review gemacht. Ich sag dir ganz ehrlich, an alle Leute da draußen, ein wahrer Muss. Unglaublich krasser Crossover-Film. Den muss man sich angeguckt haben, wirklich. Ob du Lupin-Fan bist oder Detective Conan, guckt euch den unbedingt an. Und das Ganze, wie gesagt, es ist for free. Also ich glaube, dass hier wirklich für jeden Detective Conan-Fan mindestens zwei, drei Sachen dabei sind. Unglaublich krasser Tag. Kauft euch ein, deckt euch ein mit ein paar Snacks, mit Getränken und gönnt euch den Tag am Karfreitag. Unglaublich krass. Ich werde mir auf jeden Fall The Darkest Nightmare definitiv auch nochmal anschauen und wahrscheinlich dann auch noch den Crossover filmen. Ich hoffe, diese News haben euch gefallen. Schreibt mir mal gerne im Kommentarbereich, wie seht ihr das Ganze? Was seht ihr natürlich und worauf freut ihr euch am meisten? Würde mich wahnsinnig drüber freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaido Akai.